Das Trainingslager in Südtirol ist vorbei. Das DFB-Team landete am Samstag in Düsseldorf. Mit dem Test gegen Kamerun in Mönchengladbach beginnt für die deutsche Nationalmannschaft jetzt der Countdown zur WM in Brasilien. Bundestrainer Joachim Löw will die Partie gegen Volker Finkes Löwen nutzen, um noch einige Szenarien durchzuspielen. Die Aufstellung ließ der 54-Jährige dementsprechend offen. Wir können ja 6 Wechsel eben auch machen. Von daher muss man mal sehen. Aber ich warte jetzt nochmal das Training ab und morgen. Und dann entscheide ich mich am Sonntag, in welcher Formation wir beginnen und was so während des Spiels passiert. Sicher ist, dass Roman Weidenfeller gegen Kamerun zwischen den Pfosten stehen wird. Stammtorwart Manuel Neuer weilt zur Behandlung seiner Schulterprobleme in München, ebenso wie Kapitän Philipp Lahm wegen seines lädierten Sprunggelenks. Für den Dortmunder Keeper zeichnet sich mit Blick auf die WM aber kein Wechsel auf der Nummer 1 ab. Mir fällt es unglaublich leicht, denn ich sehe das auch mit einer gewissen Gelassenheit und auch Erfahrung. Ich denke, es nützt nichts in Deutschland, wenn wir jetzt hier einen Torwartkampf vom Zaun brechen. Ich habe vom ersten Tag an immer gesagt, dass ich Manuel komplett auf ganzer Linie auch unterstützen werde. Und das tue ich auch weiterhin, auch selbst jetzt in dem Moment, wo er ein Stück weit angeschlagen ist. Aber man hat ja auch heute gesehen, dass er auf dem Platz am Arbeiten dabei ist. Und wir gehen alle davon aus, dass er am ersten Spieltag auch im Tor steht. Gegner Kamerun, bei der WM in einer Gruppe mit Mexiko, Kroatien und Brasilien, kommt am Sonntag mit alten Bekannten. Trainer ist der ehemalige Freiburger Volker Finke. Torschütze im Testspiel gegen Paraguay war Mainz-Stürmer Erik-Maxim Choupo-Moting. Der 25-Jährige ist überzeugt von der Stärke seiner Mannschaft und hofft aufs Achtelfinale. Zurzeit würde ich sagen, auf jeden Fall haben wir auch individuell viele gute Spieler und das müssen wir einfach schaffen, auf den Platz zu bringen. Und fast alle unsere Spieler spielen auf höchstem Niveau in Top-Ligen, in Top-Mannschaften und das zeichnet uns aus und wir müssen versuchen, einfach das als Kollektiv auf den Platz zu bringen. Aber ich hab ein gutes Gefühl. Für die deutschen Spieler ist der Test gegen Kamerun die letzte Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen. Das gilt vor allem für den jungen Dortmunder Erik Durm, der gegen die unbezähmbaren Löwen wohl sein Nationalmannschaftsdebüt geben wird. Am Montag dann gibt Bundestrainer Löw den endgültigen WM-Kader bekannt. 3 Akteure muss er noch streichen. Gegen Kamerun wird also jeder noch einmal alles geben.